Moin Leute und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Ich habe mir schon mal rausgenommen, dass ich hier mal den ganzen Weg überspringe bzw. selbst mache und nicht aufnehme, bis ich hier zu den ganzen Questabgebern gehe. Ich denke, das nimmt mir keiner krumm. Guten Morgen, Rinalda. Dein Bruder ist frei. Er sagt, er wird dich finden, sobald es sicher ist. Wirklich? Justicare haben gesagt, er wäre getötet worden. Aber er lebt? Echt? Danke, danke! Ihr seid meine zweitliebste Person auf der ganzen Welt. Bitte was? Nur die zweitliebste? Boah. Na gut. Ich denke, da kann man sich auf jeden Fall nicht drüber beschweren, denn sie hat ja ihren tollen, tollen Bruder. Dann gehen wir mal rüber zum nächsten Kollegen, und zwar zu tödlicher Haftbefehl. Da muss ich sogar ins Stocken kommen, weil dieses Wort einfach so... Oh, da kriege ich Nackenschauer, wenn ich da überhaupt dran denke, an Haftbefehl. Denn Schabos wissen, wer der Bobbo ist und wer im Lambo und Ferrari sitzt. Guten Morgen, Paus. Das klang echt übel über den Kommunikator. Ihr habt wohl ordentlich aufgeräumt im Turm der Justicare. Habt ihr Aufzeichnungen von Rikel gefunden? Macht es nicht so spannend. Nun, also ich habe schon Aufzeichnungen gesehen. Also ich, ich habe da ganz tolle Hello Kitty und My Little Pony Sticker in die Aufnahmen reingeschnitten. Ist das okay? Ich hoffe, das stört sie nicht. Vorher erwarte ich die Entlohnung. Hey, keine Sorge. Ich habe eure Credits gleich hier. Ich will nur gerade einen Blick darauf werfen. Na, guck mal hier. Nichts Besonderes. Das ist perfekt. Das wird die Welt verändern, Mann. Die ganze Galaxis. Sobald jeder die Wahrheit über die Justicare erfahren hat, werden sie von der Republik wie Insekten zerquetscht und die Freiheit obsiegt. Das haben wir nur euch zu verdanken. Ja, ja. Und wo ist mein Geld? Das ist toll, Paus. Wirklich toll. Ich muss mir nur noch eine Schlagzeile ausdenken. Wir sehen uns. Haus-Maus-Rap, Paus. Okay, wo müssen wir noch hin? Da drüben ist noch jemand, der unsere Hilfe benötigt. Ich glaube, Fila Dan war sogar... Nee, Fila Dan war doch die Gute, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube aber, Fila Dan sollte man, wenn man zumindest der dunklen Seite verfallen ist, nicht das geben. Weil das ja eigentlich so... relativ freundlich ist, wenn man jetzt den Armen und Verwahrlosten hilft. Ich gehe aber trotzdem mal hin, um zu schauen, weil ich möchte ungern den Weg hier nochmal auf mich nehmen, falls denn nötig. Na, sieh einer an. Der Heißsporn ist in die Basis der Justicare eingedrungen und ist zurück. Habt ihr die Holodisk gefunden? Kann ich eine Kopie für meine Tochter machen? Nein. Ich habe nichts für euch. Ich werde nicht jünger. Bringt diese Baupläne zu mir, bevor ihr mit dem Sicherheitsdienst abrechnet. Dann können wir vielen Leuten helfen. Ja, ja, vielleicht. Irgendwann später. Ich fahre mal ein bisschen mit meinem Streuer rum, okay? Gut, also hier war auf jeden Fall falsch. Ich wollte es nur geguckt haben, falls wir da doch hin mussten. Ne? Man kann ja nie wissen. So, mal hier reinstecken und dann nochmal den Stromkompensator rüber und zack, wieder wie neu. Natürlich auch die gesamte Abdeckung perfekt. Hat er alles wieder reingebogen. Die internen Peilsender verraten mir, dass sie die Optimierungslösung bei sich tragen. Haben sie dafür gesorgt, dass die Agnor Zweifußschweine den Diebstahl bereuen? Das könnte man so sagen. Also ich habe sie ein bisschen zurechtgestutzt, wie Vögel, die nicht mehr fliegen sollen. Ich glaube kaum, dass ihr euch in naher Zukunft um die kleinen Schweine sorgen müsst. Sie haben den Dieben Angst eingejagt? Ich hatte mit entschlosseneren Strafen gerechnet. Ich möchte anmerken, dass diese Agnor-Zweifußschweine eine Plage sind. Ich rate Ihrer Regierung dringend zu Präventivmaßnahmen, um ihre Ausbreitung zu verhindern. Dank der zurückerlangten Optimierungslösung läuft Coruscants Müllverarbeitung wieder. Die Verbreitung von Dreck, Krankheiten und Giften geht zurück. Die Seuche ist abgewendet. Die violette Parallele ist wiederhergestellt. Das klingt ja voll geradlinig von dir. Oh. Die schwarze Winkelhalbierende. Sehr schön. Ihre Hilfe wird benötigt. Ich bin Inika, eine Forschungseinheit. Bitte fragen Sie einfach nach, wenn sich Ihr Verständnis ins Weiße verschiebt. Ich bemühe mich um einfache Worte für ein besseres Verständnis. Mein Kubus dreht sich tangentiell zu grünen Parallelen. Ich glaube, ich habe Ihnen gerade einen Heiratsantrag gemacht. Wir sollten die Sache angehen. Verzeihung, wir sollten mit dem Geschwätz aufhören und zum Punkt kommen. Pataka hat Ihnen Informationen gegeben. Aber ich bin der mächtigste Energieaufseher und verantwortlich für die Dunkelheit. Coruscants Energie kommt aus der Hüttenstadt. Die Dunkelheit kommt aus der Hüttenstadt. Die Senatoren und Händler von Coruscant sind blind. Die Energieverdunklung muss aufhören.
Energieverdunklung, das klingt gefährlich, finde ich auch. Ist voll grün parallel und Tangenten und Sekantengleichungen, ne? Ich bin super im Smalltalk mit Druiden. Politiker und Händler jammern doch ständig. Ich würde mir keine Sorgen machen. In der Enklave verschmelzen Beschwerdeführer mit dem Ocker-Tetraeder. Auf Coruscant leider nicht. Die Hüttenstadt befindet sich auf den untersten Ebenen von Coruscant. Dort gebären die Generatoren der Gree Elektronen zum Verzehr durch die Maschinen. Aber bösartige Druiden durchtrennen die Energieleitungen und verschieben ihre Funktion ins Gelbe. Die bösen Druiden müssen aufhören und die Leitungen wieder repariert werden. Das klingt auf jeden Fall machbar. Also ich verstehe überhaupt nicht, was er sagt. Irgendwie ein bisschen ekelhaft, dass die Elektroden produzieren und dann gefressen werden von den Maschinen. Also ich meine, das kann man auch ein bisschen unfäkalhafter erzählen. Ich soll diese völlig fremdartigen Energieleitungen reparieren? Ich habe ja schon Schwierigkeiten mit diesem Gespräch. Sie müssen keine weiße Winkelhalbierende schaffen. Wir haben bereits eine Lösung. Ich kenne die Energieleitungen und weiß, wo wir sie violett verschieben müssen. Als schwarze Winkelhalbierende können Sie viele böse Druiden ausschalten. Mit den eingepflanzten Informationen und unserer Werkzeugkugel-Reparaturmutter in Ihren Händen können Sie die Reparatur durchführen. Klingt das machbar? Also wenn ich das richtig verstanden habe, einfach nur raufkloppen und dann irgendwas wo reinschieben, das kann ich super gut. Ich meine, ich bin noch der Pro in irgendwas. Vielleicht wird es ein spannender Kampf. Na gut, aber ich mache das nicht für dich. Es ist eine gute Gelegenheit, um Droiden zu töten. Wirklich? Nun, das ist annehmbar für eine schwarze Winkelhalbierende. Okay. Dann kriegen wir auf jeden Fall eine 4 auf unser Zeugnis. Annehmbar. So, wir bekommen neue Schuhe von dem guten Mann. Haben wir einfach mal so uns selbst gefertigt. Ach so. Dann machen wir es mal so. Wirfen wir das weg. Und wo bekommen wir die Missionsgegenstände? Warte einen Moment. Hallo? Wo ist mein Zeug? Ah, hier. So, annehmen. Und wir sind Finsterer. Oh, haben wir jetzt mittlerweile neue Anerkennung mit dem dunklen Ringen. Ja, dunkel 2 sind wir. Perfekt. Die Galaxis wird düster ohne mich sein. Und beziehungsweise ziemlich hell ohne mich. Naja, egal. Wir müssen hier drüben hin, glaube ich, oder? Da haben wir noch, ja. Wettlauf zu den Ruinen und Gree-Stromausfall. Okay, das sieht doch auf jeden Fall nach Aufgaben aus, die wir erledigen müssen. Hier drüben ist noch jemand. Guten Tag, Fetz Burba. Der trägt gerne eine Burka. Oh ja. Jedi, danke, dass ihr gekommen seid. Ich bin Fetz Burba, Wissenschaftsnotar der Republik und planetarischer Berater des Galaktischen Senats. Mein aktuelles Projekt könnte die Geschichte verändern. Wenn meine Theorie stimmt, werde ich der berühmteste Wissenschaftler aller Zeiten. Stellt euch das vor. Wir wissen alle, dass die imperiale Bombardierung von Coruscant die Infrastruktur ins Chaos gestürzt hat. Aber was wäre, wenn selbst der Planetenkern betroffen wäre? Ich will ja nichts sagen, mein Lieber. Aber dein Helm ist so ziemlich, wie soll ich sagen, der ist so 2000 Jahre vor Christus, würde ich sagen. Also als die Chinesen noch solche Hüte getragen haben, da sind die auf jeden Fall Kreuzzüge durchs Land gelaufen. Vor allem auch mit solchen Bärten. Ich will nicht sagen, dass das hier irgendwie unangebracht ist, wenn du dann hier sagst, dass irgendwie Bombardierungen den Planetenkern beschädigt haben. Und ich meine ja nur, das ist... Zieh dir mal einen anderen Hut auf, Mensch. Das ist das Dümmste, das ich je gehört habe. Ich versichere euch, es ist nicht unmöglich. Die Bombardierung von Lexus 9 hat einen Riss unter der Oberfläche verursacht, der nie gesehene Kataklysmen mit sich brachte. Alle sind gestorben. Ich brauche unbedingt seismische Messungen von den unteren Ebenen, speziell aus dem Hüttenstadtsektor. Welch Zufall. Im Geiste der Wissenschaft und für die Sicherheit der Republik müsst ihr diese wichtige Mission für mich erfüllen. Wenn ihr meine Theorie beweisen könnt, wird der Senat mir großzügige Mittel für weitere Forschungen gewähren und ich werde euch eine großzügige Belohnung zuteil werden lassen. Da höre ich auf jeden Fall schon wesentlich deutlicher zu, aber ich möchte mal kurz anmerken, dadurch, dass wir jetzt Dunkel 2 sind, haben wir so ein bisschen Kajal aufgetragen. Ja, das gehört dazu, also jeder guter Sith Lord hat ein bisschen Kajal immer dabei, die sich unter das Auge schmieren kann. Sind keine Augenringe oder irgendwelche finsteren Machtaffektionen, die wir dann ins Gesicht bekommen können. Das ist einfach nur alles Make-up. Keine Sorge, alles gut. Ich werde tun, was ich kann. Ich sollte euch warnen, im unwahrscheinlichen Fall, dass meine Theorie nicht stimmt, kann ich euch deutlich weniger zahlen. Einschränkungen im Budget, ihr versteht. Ihr müsst nur den Burba-Seismikmesser nehmen.
meine eigene Erfindung, versteht sich, und in der Hüttenstadt einsetzen. Der Messer ist ebenso präzise wie benutzerfreundlich. Die Herausforderung liegt allein in der Reise, nicht in der Wissenschaft. Okay, alles klar. Ich würde aber sagen, wir haben hier oben gerade jemanden, der nach einer H2-Mission fragt. Ich schreibe mal, dass ich Lust hätte. Mal gucken, ob er mich einlädt. Vielleicht habe ich ja diesmal Glück. Bitte. Ja, sehr gut. Oh, okay. Meistbesuch in der... Schon wieder. Ja, ich habe das Gefühl, das ist mittlerweile irgendwie schon ein Running Gag geworden. So, Meistbesuch von der Republik. Muss mal kurz gucken. Una secundo. Machen wir die mal weg. Ne, beurkundet meine ich nicht. Zack, zack, zack. Da, meistgesucht in der Republik. Porten wir uns mal schnell hin. Hiho. Ich finde es immer irgendwie ziemlich seltsam, wenn jemand Hiho schreibt. Aber egal, jetzt bin ich auch mal seltsam. So, auf zum meistgesucht in der Republik. Da ist er schon. Guten Morgen. Tag, wie geht's? Hui. So. Ich glaube, wir werden wieder einfach hinterhergezogen. Das soll mich nicht stören. Ist nur halt immer irgendwie ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht. Aber es gehört halt dazu, ne? Gehört halt doch irgendwie dazu. Oh, ein Wissensobjekt. Das würde ich auch gerne mir angucken. Ich will mitmachen. Ich will auch spielen. Ich nehme den hier. Weitsicht. Wollen wir mal schön die Augen hier rausschneiden im guten Weitsicht. Ach, da ist noch jemand. Boots. Ach, hast du nicht mitgerechnet, was? So, nutzen wir mal kurz das Wissensobjekt hier, da kommen wir ja nicht so oft hin. Zack, hätten wir das. Ich glaube, wir müssen hier eigentlich nur... Oh, Inventar ist voll. Wir müssen, glaube ich, hier sowieso nur alle besiegen. Mal kurz gucken. Ich nutze jetzt mal hier die ganzen Geschenke, die nutze ich ja sowieso sonst nicht. Danke. Die anderen habe ich auch noch offen. Ah, okay, lieben gerne. Da können wir gerne machen. Zunder! Ein bisschen Zunder hier. Nee, Zunder ist auch so. Ich dachte, der wollte jetzt hier angezündet werden. Na gut. Vielleicht will er auch angezündet werden. Oh, what the? Oh. Willst du den haben? Er sagt nichts. Dann bleibe ich auch mal ruhig. Hat niemand gesehen? Hat niemand gesehen, dass ich einen Rare Drop bekommen habe? So, dann noch der gute alte Stromschlag. Oh ja! Ich wollte reinspringen. So. Gut, dieser Sprung hat es auf jeden Fall geregelt. Nichts anderes. Der Schlitzer ist auch... Hallo? Der Schlitzer ist auch noch am Start. Ein bisschen hier am Rumswitzen. Meine Herren, man bekommt so viel Zeug hier einfach. So, wer bist du? Der Bauchschuss. Gut. Also entschuldigt, falls das jetzt hier so relativ uninteressant ist, die Kämpfe. Aber ich glaube, um die Kämpfe geht es ja sowieso nicht allzu sehr. So, sehr schön. Oh, oh, neues Lichtschwert habe ich gesehen. Weg. Ich brauche das Lichtschwert. Yeah. Ist es gut? Ja, es ist sogar wirklich. Nur gegen was? Beurkundet, okay. Moment, ich muss kurz... Na, ah, was öffne ich hier alles? Beurkundet. So, fahren wir schon mal rüber. Gut, jetzt machen wir heute mal einen schönen H2-Part. Gefällt mir gut. Werden wir zwar ein bisschen durchgezogen, aber soll mich gar nicht mal so sehr stören. Oh ja, ich helfe mit. Ich bin auch hilfreich. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh, ich brenne. Ich brenne. Hilfe. Ich lasse ihn das mal lieber machen. Ah, die kommen sowieso alle, also ist egal, ob ich hier reinspringe oder nicht. Guck mal, ich kann auch einen besiegen. Ich kann das ganz alleine. Yeah. Immerhin einen alleine besiegt. So. Kommen auch unmenschlich viele Credits hier gerade. Da vorne müssen wir hin, okay. Kommen die auch mit? Ja, okay. Ich möchte nur mal gucken, dass ich ihm hier keine Bürde auflege. Oh, Level Up. Welch Zufall. Ich möchte ihm hier nur keine Bürde sein. Dementsprechend muss ich mal aufpassen, ob ich hier irgendwo reinspringen kann oder nicht. Denn wenn er mich hier schon durchzieht, dann soll er natürlich hier nicht genervt sein von mir.
Level 22, ah, das ist einfach viel zu krass. Ich meine, selbst wenn, wenn du hier Abonnementspieler bist, ne? Und dann auch noch eine so tausendfache EP-Boosts bekommst, dann musst du ja auf der ersten Welt schon Level 50 werden. Zumindest gefühlt. Oh, da ist ja noch jemand. Ja, guten Tag. Wollen wir spielen? So, ich mach's an, ich will auch nützlich sein. Yeah. Whoop. Hey. Oh, er will den noch mitnehmen, okay. Dann nehmen wir den noch mit. Ich glaube, er möchte den Bonus noch mitbekommen, schätze ich mal, oder? Nicht? Hä? Warum hat er den? Ist auch egal. Seltsam, seltsam. Okay, finde ich aber sehr, sehr schön, dass wir jetzt diese ganzen H2-Missionen machen, denn irgendwann wollte ich die ja sowieso noch klären und wenn er sich dann hier schon so bereit erklärt, dann möchte ich natürlich hier auch gerne mit aufspringen. Okay, wop. Wappa, wappa. Auch ein ganz, 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 warte. Ganz unauffälliger Tresor, der hier steht. Einfach mal so in die Wand gepfeffert. Okay, machst du? Alles klar. Geben wir mal kurz ein Geschenk ab. Danke. Bitte, kein Problem. So, war's das schon? Okay, Gesichtsverkäufer. Alles klar. Wird gemacht, Boss. Wer wollen wir das denn? Da. Okay. Sehr schön. Eins nach dem anderen wird jetzt ja alles durchgepfeffert wie sonst was. Eigentlich ist es natürlich alles wesentlich schwerer und wesentlich interessanter, wenn man das zu viert macht und alle auf dem gleichen Level sind. Aber egal. Wir machen das jetzt einfach so. Weil wir es können. So, wir brauchen eine Klinikzugangskarte. Okay, das sollte nicht das Problem sein. Hat er hier schon ein bisschen aufgeräumt oder... Wie darf ich das verstehen? Sieht irgendwie ganz danach aus. Er hat ja schon ein bisschen aufgeräumt, wie es scheint. Sind wir hier falsch? Also eigentlich müssten auch hier Leute sein, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, gut. Also. Ah, da. Feuer, ich helfe mit. Ich bin auch dabei. Wie so ein richtig nerviges Kind, was immer nur Stress machen möchte. Ah, Klinikzugangskarte, perfekt. Hat er sie auch? Ja, hat er auch, sehr gut. So, und jetzt? Wo müssen wir jetzt hin? Nach da. Betritt die Klinik. Hallo? Gramja? What is it, Gramja? Muss nicht. Ich meine, wir sind sowieso schon so overlevelt, also das wäre dann auch ein bisschen übertrieben, wenn ich jetzt auch noch den Bonus hier verlangen würde. Will ich dem Gramja jetzt auch nicht unbedingt aufbürden hier. Wie gesagt, ich möchte hier jetzt keine Bürde sein, ich möchte einfach nur mit hinterherlaufen. Wenn er schon so freundlich ist und mir hilft, ne? You know how it is, what it does, what it is, what it isn't. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so ging, aber egal. So, dann mach mal auf. Bloop. So, geöffnet und wir können rein. Ich will zuerst, ja genau, mein Heldenbereich. Woo. So. Wie gesagt, nur aufpassen, dass wir irgendwo hier reinspringen. Ein Druide der schwarzen Sonne, schnell, besiegt ihn. Das könnte gefährlich werden. Für mich zumindest, für ihn überhaupt nicht, aber egal. Oh, die fragen gerade, ob nach dem Weltboss... Ich meine, gut, den Weltboss, das ist nichts für mich. Das ist, glaube ich, alles nur für Level 60 exklusiv. Weil also als Level 20er einen Weltboss zu machen, wäre natürlich vollkommen übertrieben und krank. Muss ich, glaube ich, niemandem hier was vormachen. Ah, gut. Kümmern wir uns weiter hier drum. Schlitz! 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 Die ganze Zeit den Sturmhieb raushauen. Was willst du? Habe ich mit dir geredet? Ich denke nicht. Klingdance, ach Mann. Ich will immerhin einmal nützlich sein. Ein einziges Mal. So, was mussten wir hier machen? Ach so, zerstöre die... Okay, verstehe. Die Operationsdruidens.
Das hat unser guter Grimjaw schon gemacht. Wir laufen hier nur hinterher. Das ist ja auch nicht schlimm. Das kann man ja auch mal machen. Man muss ja nicht immer der Held unter der schwarzen Sonne sein. Man kann ja auch ein bisschen zweitrangig und ein bisschen rangieren, ne? Kommen wir hier durch? Ja. Oh, guten Morgen. Chirurgen-Druide, guten Morgen. Wie geht's dir? Heute schon eine Niere gesehen? Ich denke nicht. Aber ich denke, ich werde jetzt deine Niere sehen. Auch wenn du keine hast. Aber egal. So. Datenbank. Ein bisschen hacken. Ein bisschen rumhacken im Met. Danke. Die Schließung dieser Klinik das war's? Ist ein großer Gewinn für die Sicherheit der Republik und für die Bewohner Coruscants. Nur noch Feinde der Republik. Jo. Jo, 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 mein Lieber. Jetzt geht die Party aber richtig los. Ich weiß gar nicht, Feinde der Republik, was hat man da noch groß gemacht? Ich weiß es gar nicht. Wir werden es sehen. Ah, wir sind bei den Acknautschweinen. Sehr cool. Ich mag die Acknautschweine total gerne. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde die total sympathisch. Auch wenn die Grease die überhaupt nicht leiden können und meinen, das wären total die Plage und so. Aber ich finde die ganz freundlich. Sind sehr, sehr sympathische Kollegen. Ruines Jedi-Tempels. Ah, verstehe. Da, wo wir auch mit der Hauptquest hin müssen. Also eigentlich sind wir da, wo wir gar nicht sein sollten. Also alle Augen zumachen, ganz schnell. In 3, 2, 1, jetzt könnt ihr sie wieder aufmachen. So. Sehr, sehr schön. Sith, ah, stimmt, das war das hier. Das hat auch einen Endboss. Den Endboss habe ich auch mal in der Gruppe gemacht. Der ist gar nicht mal so einfach, muss man wirklich mal gestehen. Also in der Gruppe, wenn man eine gute Gruppe hat, ist er einfach, aber wenn man sich so ein bisschen absprechen muss, ist er schon advanced, würde ich sagen. Ich werde, glaube ich, sogar eine kleine Cutscene, wenn er kommt. Dann können wir mal gucken. Also ich werde sie wahrscheinlich überspringen, weil ich möchte ja hier niemandem eine Bürde sein, ne? You know what it is. Aber ich glaube, theoretisch hätte er eine Cutscene, die laufen könnte. Beziehungsweise die man abspielen könnte. Wie viel Geld habe ich eigentlich gerade? 76.000, ja, guten Morgen. Okay. Kommt jetzt schon der Sith? Genau, jetzt kommt die kleine Cutscene. Ich überspringe die aber, wie gesagt. Weil ich hier nicht rumnerven möchte. So, Sith-Infiltrator wird direkt weggeschnetzelt von der Welt. Ciao. Es ist mir gleich, fertig. Das war alles, was wir machen mussten. Das waren alle Heldenmissionen. Oh, die würde ich gerne haben. Moment. Die Republik zahlt ihre Schuldigkeit. So, dann vielen Dank. Und ich würde sagen, BB, ne? Ich möchte jetzt mal warten, bis er was sagt. Weißt du, wo der Data kommt? Ah, nee, leider nicht. Ich hab ne Idee. Ich glaube, ich könnte ihn sogar finden, aber... Nee, am besten einfach bei Google gucken, bei solchen Sachen. Achso, er möchte mir den zeigen. Ah, gerne. Aber ich glaube, ich habe den schon. Na egal. Wir laufen auf jeden Fall hinterher. Ich möchte jetzt hier nicht die Freundlichkeit irgendwie abdanken. Der ist ja richtig nett, der Kollege, der Grimjaw. Der hat ja voll verdammt viel Zeit, dass er mich auch noch rumführen kann. Richtig freundlich. Richtig, richtig schnieker Junge. Grimjaw, mein bester Freund. Grimjaw, wir machen heute ganz viel Spaß. Wir machen Spaß. Auf Befehl, da wären wir wieder, ne? Auf Befehl. Ich habe immer noch ein bisschen Angst davor, sowas auszusprechen. Hilfe! Hilf mir! Okay, wir sind jetzt hier wirklich an der Position. Das ist, glaube ich, sogar das Endgame, wenn man so möchte, von diesem Planeten. Was ist Endgame? Also... Da, wo man halt als letztes hingeht. Ja, an sowas habe ich mich auch noch erinnern können. Also ich habe, glaube ich, hier sogar alle Datacons auf diesem Planeten schon gefunden. Also ich weiß nicht, ob das jetzt gespeichert wurde oder nicht. Gehe ich aber stark von aus mal. Ach, hier drüben. Aha. Interessant. Ich muss wirklich sagen, die ganzen Datacons von den Verstecken her sind die echt richtig gut gemacht. Also man muss sich echt eigentlich richtig umgucken.
Außer man guckt bei Google nach natürlich, aber wenn man das nicht tut und sondern so ein bisschen erkunden möchte, dann macht das echt richtig Laune, die ganzen Dinge zu erkunden. Ich glaube, ich habe es sogar auf den ersten zwei oder drei Welten immer so gemacht, dass ich die nur gesucht habe. Und wenn ich dann halt gar keinen Bock mehr hatte und... Oh, dunkler Sith-Adept. Interessant. Kleiner Boss hier. Und dann halt, als ich halt wirklich gar keine Ahnung mehr hatte, habe ich dann Google befragt, aber sonst ist das wirklich gar kein Problem gewesen. Ich glaube, er macht hier gleich einen Move hin, oder? Oh, Level 23. Der Level, der zieht mich hier richtig durch gerade. Warte, Inventar war voll. Egal. Brauche ich nicht. Hier vorne ist das. Ah, I see. Alright. Habe ich den schon? Ah, nee, hatte ich noch nicht. Sehr gut. Der wurde also nicht gespeichert. Interessant. Danke dir. Alles klärchen, mein Bärchen. Okay. Sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine große Mühe hier. Ich möchte jetzt aber ungern auch sagen hier ciao und bis bald und so. Weil er war jetzt so freundlich. Soll er lieber selber sagen. Runterspringen geht am schnellsten. Okay. Tschüss! Tot. Oh nee, ganz nicht. Ganz knapp nicht. Ich möchte jetzt wirklich ungern sagen hier ciao und tschüss und so, weil der ist so freundlich. Wo ist er eigentlich? Steht er da oben noch? Ich warte noch mal ein bisschen. Der war jetzt so lieb. Ich möchte den jetzt hier nicht einfach so stehen lassen. Okay, dann sage ich jetzt ciao, ne? So, mal warten wir mal kurz, bis er ciao sagt. Wenn er was sagt. Er sagt nix. 3, 2, 1. Ah. Oh, der ist ja voll lieb. Der ist ja voll... Der ist mir schon fast zu lieb. Kennt der mich etwa? Nee, das wäre seltsam. Ciao. So, dann würde ich aber sagen, das wäre es dann für heute gewesen. Wir haben ordentlich was geschafft. Wir haben vorhin die ganzen H2-Missionen hingekriegt. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer, bye, bye.